Das Hafenbecken von New York im Mai 1866. Wir sinken ans Limit. 18 Fuß. 20 Fuß tief. Vier Männer riskieren ihr Leben in einem selbstgebauten U-Boot. 22 Fuß. Ein Himmelfahrtskommando mit offenem Ausgang. Fahrt aufnehmen. Ventile öffnen. Das Gefährt, eine technische Meisterleistung, konstruiert vor über 140 Jahren. 2006 nehmen Forscher das Wrack ins Visier. Der Fund von Sant'Elmo ist eine Sensation. Die Spur führt zum Vater der modernen Unterseeboote. New York, 1850. Eine Schmiede irgendwo an der Lower East Side. Der deutsche Julius Krö experimentiert mit Eisen als neuem Werkstoff. Stopp! Und runter? Der Tüftler verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Mit dem unverwüstlichen Metall will er Prachtbauten von schwindelerregender Höhe und spektakulären Formen errichten. Ja. Kröls eigentliche Vision aber ist die Entwicklung eines Tauchboots aus purem Eisen. Er träumt davon, die Tiefen der Meere zu erobern. Zerfressen von Rost und Salzwasser verrottet Kröls Traumschiff seit vielen Jahrzehnten am einsamen Strand von Sant'Elmo. Die Insel liegt knapp 60 Seemeilen von Panama City entfernt, der pulsierenden Metropole am Pazifik. Im Februar 2006 macht sich von dort aus James Delgado auf den Weg zum Wrack. Ein Team aus hochkarätigen Wissenschaftlern begleitet den Experten der Texas A&M University. Das Institut sorgt mit seinen Entdeckungen immer wieder für Aufsehen. Zu den Highlights gehört nicht nur die Karavelle des Christoph Kolumbus, sondern auch das Wrack von Uluburu. Das älteste Schiff der Welt barg über 22.000 Objekte aus der Bronzezeit. Nach 6 Stunden Fahrt erreicht die Chias den Rand des panamenischen Hoheitsgebietes. Dort liegt die Insel Sant'Elmo, ein menschenleeres Paradies fernab der Zivilisation. Das aktuelle Projekt verheißt den Männern weder Entdeckerruhm noch kostbare Schätze. Vielmehr geht es darum, die Geschichte des U-Boots aufzudecken und das rostige Monster vor dem Zahn der Gezeiten zu retten. Es ist, als würde man einen alten Freund wiedersehen. Man hat immer Angst, dass in der Zwischenzeit etwas Schlimmes passiert ist. Dass zum Beispiel die Hülle zusammengebrochen ist. Aber Gott sei Dank ist alles okay. Von Anfang an gab das Wrack den Forschern Rätsel auf. Niemand konnte das Boot identifizieren oder kannte den Namen des Erbauers. Julius Krö bleibt lange ein Phantom. Sein Pass beweist lediglich, der Deutsche nimmt 1854 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Washington DC, Zentrum der Macht und Sitz des amerikanischen Nationalarchivs. Was immer seit Bestehen der Vereinigten Staaten von den Behörden abgestempelt wurde, lagert dort auf Diafilm. Erst der Historiker John McKee bringt Julius Krö mit dem Fund von Sant'Elmo in Zusammenhang. Auf einer Passagierliste entdeckt er Details über den Auswanderer aus Memel. Die Ankunft des 24-jährigen Ostpreußen im Hafen von New York ist für den 19. Mai 1844 beurkundet. Die erste heiße Spur. Die Passagierliste ist das bislang älteste Dokument. Es belegt, dass Kröll allein kam und amerikanischer Staatsbürger werden wollte. Für die amerikanische Traumkarriere musste der Immigrant allerdings hart arbeiten. In New York herrscht damals Goldgräberstimmung. Die aufstrebende Stadt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lockt Abenteurer aus der ganzen Welt. Allein Hunderttausende Deutsche wagen den Sprung über den Atlantik in der Hoffnung auf das schnelle Geld. In Manhattan eröffnet Julius Krö eine Werkstatt für Metallverarbeitung.
Mitte des 19. Jahrhunderts boomt die Branche. Seine Wohnung liegt nur ein paar Häuserblocks entfernt im kleinen Deutschland. Laut Melderegister quartiert sich Kröhl am Ende der 19. Straße ein, Tür an Tür mit Landsleuten aus der fernen Heimat. Er war Kapitalist und wollte unbedingt reich werden. Er war kein Tagelöhner, sondern Unternehmer. Er führte eine eigene Firma und schaffte ständig neue Aufträge ran. Der Erfolg stellte sich ein, da war er noch nicht einmal 10 Jahre im Land. Doch es dauerte noch 12 weitere Jahre, bis Kröls Tauchboot zum Einsatz kam. 2001 stieß Delgado zum ersten Mal auf das Wrack, das Einheimische für ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg hielten. Als ich das zigarrenförmige U-Boot sah, wusste ich, dass es kein japanisches ist. Ich wusste, es ist alt und birgt eine Geschichte. Heute, 5 Jahre später, sind zwar noch nicht alle Rätsel gelöst, aber wir wissen, das Boot ist Julius Kröls Explorer. Die Unterwasserarchäologen unterziehen die Hülle einer ersten Überprüfung. Und das salzige Pazifikwasser setzt der Explorer schwer zu. Das Ziel der Experten, den 11-Tonner in Sicherheit zu bringen, gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit. Wohin das Auge blickt, frisst sich Rost durch die dicken Eisenplatten, von den Schäden im Inneren ganz zu schweigen. Wenigstens die Konstruktion ist noch immer gut zu erkennen. Erstaunlich, es sieht wie ein modernes U-Boot aus. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es alt ist. Und man fängt an, über den Erbauer nachzudenken. Für mich ist Kröl der Vater der modernen U-Boote. Für die damalige Zeit ist das eine unglaubliche Ingenieursleistung. Selbst aus heutiger Sicht überzeugt das stromlinienförmige Design der Explorer. Auch Hightech-Boote funktionieren nach dem Prinzip der Hydrodynamik. Julius Kröl ist seiner Zeit weit voraus. 1852 gelingt ihm mit der Kuppel des New Yorker Kristallpalastes der erste große Wurf. Das filigrane Dach der Ausstellungshalle stützen 48 rundgebogene Eisenträger. Ein Geniestreich. Die Kunst, das starre Metall in jede beliebige Form zu bringen, lässt sich der Tüftler sogar patentieren. Seine offizielle Anmeldung der Eisenbiegemaschine trägt das Aktenzeichen 12133. Die Maschine ermöglichte das Biegen von Metallbändern. Damit war Metall plötzlich interessant, sowohl für den Maschinenbau als auch für die Bauindustrie. Er war sehr erfinderisch. Er war ein Meister der Metallverarbeitung. Erfindergeist beweist der Deutsche auch auf seinem zweiten Spezialgebiet. Für die Stadtväter von New York soll Kröl ein gefährliches Riff im East River in die Luft jagen. Doch zunächst ohne Erfolg. Die Operation droht zu scheitern. Kröl wagt einen letzten Vorstoß. Ich zeige es Ihnen. Das Riff verläuft schräg ins Wasser. Bisher wurde das Dynamit immer von oben aus Booten abgelassen. Dadurch ist es nicht unter Kontrolle. Ich bringe es direkt ans Riff. Durch Benutzung eines Tauchapparats. Die Entwicklung von Tauchapparaten kommt im 19. Jahrhundert in Mode. Rund um den Globus entstehen Prototypen, allesamt Fehlkonstruktionen. Auch Julius Kröl arbeitet fieberhaft an seinem Entwurf. Im Unterschied zu den Konkurrenzmodellen lag die Explorer äußerst stabil im Wasser. Und das verdankte sie dem schweren Boden aus massivem Schmiedeeisen. Inzwischen halten die Unterwasserarchäologen den Bauplan der Explorer in Händen. Sie entdeckten die Zeichnungen in einem Wissenschaftsjournal von 1902. Doch mehr als ein paar technische Basisdaten über Maße und Form liefern Artikel und Skizze nicht.
Die Zeichnungen von Kröls Explorer zeigen weder, wo Luken eingeplant waren, noch erklären sie Antrieb oder Steuerung. Auch wissen wir nicht, wie das Zusammenspiel von Ballast und Luftkammern aussah, damit das U-Boot funktionierte. Um das Geheimnis des Druckmechanismus zu lösen, müssen die Forscher zunächst einmal die einzelnen Bauteile des Systems finden. Den Plänen zufolge liegt das Herzstück im Kielbereich der Außenhülle. Am Heck der Explorer entdecken die Männer ein Tellerventil aus Messing. Mühelos lässt es sich auf- und zudrehen, selbst nach über 140 Jahren. Der Verschluss sitzt auf einer Eisenstange, die offensichtlich in den Innenraum führt. Auf dem Zeichenbrett werden Objekt und Fundstelle für die spätere Rekonstruktion notiert. Vor Ort können die Spezialisten das Prinzip nicht nachvollziehen. Vor allem ein Detail macht sie stutzig. Die Stange, um die das Ventil hoch und runter rotiert, weist enorm viel Spiel auf. Dadurch schwingt der schwere Pfropfen auch seitlich. Die rätselhafte Vorrichtung gehört eindeutig zur Tauchanlage des Unterseeboots. Insgesamt 6 Außenventile waren im Boden eingebaut, 3 auf jeder Seite. Die Regulierung erfolgte von innen. Beim Öffnen der Stöpsel dringt Wasser in die Ballastkammer. Das Schiff beginnt zu sinken. Ist die gewünschte Tiefe erreicht, werden die Ventile wieder geschlossen. Die einfache, aber effektive Technik entwickelt damals Buren van Reyersen. Und zwar für eine Tauchglocke, in der 2 Männer bequem sitzen oder stehen können. Entschuldigung, ich suche einen Mr. Buren van Reyersen. Ja, da bin ich. Guten Tag, Sir. Kröll ist mein Name. Ah, Sie kommen wegen der Tauchglocke. Da drüben. Ja. Ausführlich erklärt der Niederländer Julius Kröll die einzigartige Kapsel. Das über 2 Meter hohe Gebilde besteht aus einer massiven Doppelwandkonstruktion. Den dazwischen liegenden Hohlraum kann die Besatzung entweder mit Druckluft aus einem Kompressor füllen oder mit Wasser fluten. Je nachdem, ob sie aufsteigen oder abtauchen möchte. Kröll weiß jetzt, was er zu tun hat. Für viel Geld erwirbt er die Patentrechte und stattet die Explorer mit genauso einer Doppelhülle aus. Die Verbindungsstreben zwischen Außen- und Innenwand sind noch deutlich zu erkennen. Bei hohem Druck sollten sie die Außenhülle stabilisieren. Minutiös vermessen die Experten den Hohlraum im oberen Bereich. Die Hälfte über der Wasserlinie besteht aus einer einzigen Luftkammer. An manchen Stellen ist sie immerhin 3 Meter breit und 2 Meter hoch. Die Konstruktion, gefertigt aus Tonnen von gegossenem Eisen, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Wir übertragen sämtliche Messergebnisse und Skizzen, die wir vor Ort gemacht haben, in den Computer. So erhalten wir eine maßstabsgerechte Übersicht, können aber auch in jedes einzelne Segment hineinzoomen und die Einzelteile anschauen. So wie hier den Aufbau der Druckluftkammer. Die erste Auswertung bringt ein überraschendes Resultat. Julius Kröll baute die Druckluftkammer 1/3 größer als im Entwurf vorgesehen. Dafür musste es einen triftigen Grund geben. Schließlich überließ der Erfinder nichts dem Zufall. Die Forscher stehen vor einem Rätsel. Möglicherweise hängt die Änderung mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und Kröls ehrgeizigen Plänen zusammen. 1861 erhält der Ingenieur von den Nordstaaten einen Spezialauftrag. Er soll als Agent an Bord der US Pinola gehen und eine Blockade der Südstaatler im Mississippi sprengen. Doch der Kapitän der US Pinola, Henry Bell, misstraut den Deutschen. Kröls wagemutige Idee, das Dynamit nachts in kleinen Ruderbooten ins feindliche Gebiet zu schaffen, lehnt er kategorisch ab. Alles andere, Kapitän, wäre viel zu gefährlich. Wir bewegen uns in der Schusslinie beider Forts. Nein, Kröll, wir nehmen den Raddampfer.
Sir, überlegen Sie doch. So sind wir ein leichtes Ziel. Hadern Sie mit der Entscheidung eines Flottenkapitäns, Kröll? Passen Sie auf, Kröll, oder Ihr Einsatz hier ist ganz schnell beendet. Alles bleibt dabei, so wie ich es sagte. Das kann nicht gut gehen. So sind wir morgen eher alle tot. Garantiert hatte Julius Kröll keine Angst, seine Meinung zu sagen. Wenn er nicht einverstanden war, dann war er es nicht. Er war nicht der Typ, der sich umdrehte und irgendetwas machte, was er für dumm hielt. Kröll sollte Recht behalten. Der Raddampfer gerät in den Kugelhagel des Gegners. Und der Sprengexperte kann seine Mission nicht erfüllen. Die nachfolgende Flotte durchbricht zwar die Blockade, muss aber schwere Verluste hinnehmen. Der 41-Jährige kommt mit leichten Blessuren davon, doch der Vorfall auf dem Mississippi lässt ihn nicht mehr los. Mit einem Unterseeboot hätte er die Sprengsätze unbemerkt im feindlichen Terrain anbringen und dem Nordstaatenverband den Weg freimachen können. In Kröll reift der Plan, für die Marine ein Tauchschiff zu konstruieren. Er ist fest davon überzeugt, dass U-Boote im Seekrieg der Zukunft eine Schlüsselrolle übernehmen. Auch in diesem Fall irrte Kröll nicht. Knapp 100 Jahre später tobt der Zweite Weltkrieg. Unterseeboote avancieren zur taktischen Wunderwaffe der Großmächte. Allen voran kämpften Deutschland und Großbritannien um die Vormacht auf dem Atlantik. 1863 stellt Julius Kröll seine Idee der modernen Kriegführung den Verantwortlichen im New Yorker Hauptquartier vor. Das ist mein U-Boot. Wir können darin ohne Kontakt zur Wasseroberfläche agieren und Sprengladungen setzen. Heimlich, ohne gesehen zu werden, aber ganz gezielt. Druckluft in Hohlkammern reguliert das Ab- und Auftauchen, ganz nach den Befehlen des Kapitäns. Und es ist extrem stabil, aus Eisen. Doch Kröll ist zu spät. Ein Tauchboot wird nicht mehr gebraucht. So leid es mir tut. Was der Erfinder nicht ahnt, die Marine besitzt bereits ein eigenes U-Boot. Die USS Alligator wurde unter strengster Geheimhaltung entwickelt und getestet. Doch kurz vor seinem Einsatz ging das Gefährt in einem heftigen Sturm unter. Eine unrühmliche Episode. Die Abfuhr stürzt Julius Kröll in den finanziellen Ruin. Allein die Materialkosten für die Explorer verschlingen rund 17.000 US-Dollar, damals ein stattliches Vermögen. Der Geschäftsmann sucht händeringend nach einer Lösung. Die Library of Congress in Washington verwahrt das Dokument, das den Wendepunkt in Krölls Leben bringt. Der gebundene Firmenprospekt der Pacific Pearl Company, gegründet 1864. Einer der Gesellschafter heißt William Henry Tiffany. Der Bruder des berühmten Juwelenhändlers betritt eines Tages die Werkstatt an der Lower East Side und unterbreitet dem Bastler ein verlockendes Angebot. Für seine Unternehmungen in Mittelamerika braucht Tiffany einen geeigneten Partner. Mr. Kröll? Mein Name ist Tiffany und ich habe die Idee, im Pazifik nach Perlen zu tauchen, sofern ich ein Boot dafür finde. Jahrelang hat Julius Kröll auf einen Geldgeber gewartet, der kein Risiko scheut. Die Verwirklichung seines Traums rückt plötzlich in greifbare Nähe. Mr. Kröll, auf den neuen Kapitän der Pacific Pearl Company. Das war von Beginn an eine reine Geschäftsbeziehung. William Henry Tiffany war einer der Hauptgesellschafter. Und Kröll wurde zu seinem Chefingenieur. Er regelte alle technischen Dinge. Die Beziehung zwischen den beiden war also in erster Linie geschäftlich. Beide wollten die Perlen. Und beide wollten reich werden. Schon kurze Zeit später wirbt die Pearl Company mit der Explorer, um den Aktienhandel anzukurbeln.
Die Macher versprechen möglichen Investoren utopische Jahresgewinne von über 414.000 US-Dollar. Kröll steht unter hohem Druck. Sein Tauchboot muss sich in großen Tiefen bewähren. Der Metallurg Larry Murphy bereitet den Materialcheck vor. Das Team prüft die Beschaffenheit des Werkstoffs. Die Späne unter dem Rost sehen fast aus wie neu. Der Magnettest lässt zumindest den Schluss zu, dass der Eisenanteil immer noch hoch ist. Deutsche Wertarbeit aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Heute Vormittag überprüfen wir an der Außenhülle, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist. Anhand der Daten können wir dann eine Prognose abgeben, wie schnell sich der Rost weiter ausbreitet. Am Nachmittag steht das Vermessen der Eisenwände auf dem Programm. Der Metallurg schickt zwei Taucher zum Wrack, die über Funk ständig ihre Position durchgeben. Die Explorer liegt inzwischen unter Wasser. Zweimal am Tag verschluckt die Flut den Koloss. Mit dem Massenpotentiometer lässt sich die aktuelle Dicke des Materials exakt bestimmen. Die Daten werden elektronisch erfasst. Millimeter für Millimeter scannen die Taucher die Hülle ab. Das Ergebnis der Untersuchung entscheidet darüber, ob das Wrack transportfähig ist. Sollten die zusätzlichen Proben offenbaren, dass die tragenden Teile mehr Rost als Eisen enthalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Explorer für die Nachwelt verloren ist. This is golden. Die Proben sind Gold wert, für uns wie Mondgestein. Schwer zu bekommen, aber voller wichtiger Informationen. Die Stücke aus der Haut des U-Boots schicken die Forscher ins Labor der Lincoln-Universität im Bundesstaat Nebraska. Dort sollen die Brocken einer weiteren Analyse unterzogen werden. Über die genaue Zusammensetzung des Materials gibt erst der Massenspektrometer Auskunft. Das Hightech-Gerät entlarvt den tatsächlichen Zustand der Explorer. Bei keiner Probe konnten wir Eisenanteile nachweisen, weder beim Gusseisen noch beim Schmiedeeisen aus dem unteren Bereich des U-Boots. Die Hülle ist ein einziges Rostgebilde und längst nicht so stabil, wie es den Anschein hat. Für das marode Tauchschiff gibt es keine Rettung. Die Unterwasserarchäologen kommen zu spät. Was bleibt, ist die Rekonstruktion einer einzigartigen Pionierleistung. Doch bis zu seinem Triumph liegt vor Julius Kröll ein beschwerlicher Weg. Am 17. Februar 1864 melden die Südstaaten den Erfolg ihrer ersten U-Boot-Mission. Die CSS Hunley versenkt ein Kriegsschiff der Nordstaaten vor der Küste von South Carolina. Von der Hunley fehlt jede Spur. Das Wettrennen um den Ruhm als Erfinder des ersten U-Boots scheint verloren. Dennoch lässt sich Kröll nicht beirren. Unermüdlich arbeitet er an der Vollendung seines Lebenswerks. In einem Dock in Brooklyn setzt der Deutsche die Explorer zusammen und absolviert auf dem East River geheime Testfahrten. Abseits der belebten Schiffsrouten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am 30. Mai 1866 ist es endlich soweit. Das Schiff steht bereit für den offiziellen Tauchgang. Zwei Jahre Schwerstarbeit liegen hinter dem Konstrukteur. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Tauchboot glänzt mit Hightech. Für Kröll steht viel auf dem Spiel. Läuft etwas schief, sind er und seine Crew dem Tod geweiht. Ein letzter Sicherheitscheck vor dem alles entscheidenden Probelauf. In St. Elmo gehen die Unterwasserarchäologen erneut ins Wrack der Explorer. James Delgado will nach Hinweisen suchen, die das Ende des Tauchschiffs erklären. Möglicherweise geriet das Boot in eine Kollision oder eines der Geräte fiel aus.
Doch schon die Identifizierung der Apparate erweist sich als schwierig. Das hier könnte zum Steuerruder gehören. Aber es könnte auch das Endstück eines Ventils sein, das irgendwie mit der Druckluftkammer verbunden ist. Das könnte eine Rohrleitung sein. Aber das ist natürlich schwer zu sagen, denn alles ist dick von Rost und Muschelkalk überzogen. Deswegen, Forschungen können zwar am Fundort beginnen, aber sie müssen im Labor weitergehen, damit wir wirklich alles nachvollziehen und verstehen können. Larry Hawker auf dem Weg zur Anlegestelle. Der Reporter gehört zu den wenigen geladenen Gästen neben Tiffany, Kröls reichem Geldgeber. Mr. Tiffany. Hawker, Sie hier? Ja, mir wurde Spannung versprochen. Ich hoffe nur, dass es kein Drama wird. Und Sie? Nun, mich interessiert der Erfolg. Na dann. Nur eine Biegung weiter flussaufwärts trifft Kröll letzte Vorbereitung. Seit Stunden läuft der Kompressor auf Hochtouren. Die Mannschaft bringt die Ausrüstung an Bord. Wenn alle Sachen verstaut sind, über einen langen Schlauch wird in die riesige Druckkammer der Explorer Atemluft gepumpt. Pass gut auf Sie auf. Ich brauche Sie noch. Alles läuft nach Zeitplan. Das Experiment im East River kann beginnen. Fahrt aufnehmen, es geht los. Langsam Fahrt aufnehmen. Per Handantrieb setzt der Maschinist das 30 Tonnen schwere Eisenschiff in Bewegung. Langsam, aber zuverlässig meistert die Explorer die ersten 100 Meter bis zu den Schaulustigen. Die meisten Anwesenden haben noch nie zuvor ein Tauchboot gesehen. Sie halten den Deutschen für einen Draufgänger. Möchte jemand mitfahren? Keine Angst, wir haben durchaus vor, wieder zurückzukommen. Zunächst aber bedanke ich mich für Ihr Erscheinen. Wir haben lange gearbeitet und heute ist es soweit. Wir werden vor Ihren Augen tauchen. Vertrauen Sie mir. Ladies and Gentlemen, wünschen Sie uns Glück. Um 11.30 Uhr schließt Kröll die Einstiegsluke. Tod oder Triumph? Für die vier Männer an Bord gibt es kein Zurück mehr. Langsam Fahrt aufnehmen. Es geht los. Der Kapitän manövriert das Boot aus der Strömung auf Tauchposition. Öffnet die Außenventile. Drei Mann bedienen jeweils zwei Schwungräder gleichzeitig. Beim Öffnen der Ventile heben sich die sechs Messingverschlüsse im Boden. Die Ballastkammern im Hohlraum füllen sich mit Wasser. Das Boot beginnt allmählich zu sinken. Jetzt wird sich zeigen, ob die Nähte dem Druck standhalten. Vordere Ventile geöffnet. Hintere Ventile geöffnet. Vor den Augen der Zuschauer verschwindet die Explorer in den Fluten des East River. 5 Meter trennen den Erfinder von seinem Etappenziel, dem schlammigen Grund des Hafenbeckens. Der Tiefenmesser fällt unaufhaltsam. Meter für Meter. Nun, Hawker, Mut können Sie Kröll jedenfalls nicht absprechen. Ja, Mut mag der Mann haben, aber kann er das Risiko auch kalkulieren? Er hat nicht mal eine Sicherheitsleine angebracht. Larry Hawker weiß, wovon er spricht. Kröll wäre nicht der erste Konstrukteur, der scheitert. Die Brandtaucher ging schon beim ersten Test in der Kieler Förde verloren. Die Versuche der Intelligent Whale kosteten 35 Seeleute das Leben. Und selbst die als Erfolg gemeldete Mission der CSS Hunley endete im Desaster. Die komplette Mannschaft erstickte im U-Boot. Die riesige Druckkammer im oberen Bereich der Explorer enthält Atemluft für 4 Stunden. Zeit genug, um bis zum Flussbett vorzustoßen und wieder aufzutauchen. Wir sind kurz vor dem Grund. 18 Fuß. 20 Fuß tief. Schließt die Ballastkammer. Öffnet die Druckventile. Es ist soweit. Öffnet die Luke.
Durch die Luke im Boden sollen in Zukunft Taucher Perlmuscheln aufsammeln. Um die Klappe zu öffnen, muss Luft aus der oberen Kammer in die Kabine geleitet werden. Und zwar so viel, bis der Druck ausgeglichen ist. Der Druck im Innenraum muss genauso hoch sein wie der Wasserdruck direkt unter dem Schiff. Dann kann die Luke geöffnet werden, ohne dass Wasser eindringt. Versuch's mit der Hand. Der Beweis, dass die Erfindung funktioniert, ist eine Handvoll Schlamm vom East River. Es klappt. Gelingt der Crew auch noch das Auftauchmanöver, ist die Sensation perfekt. Bewaffnet mit einer Benzinpumpe und einem dicken Schlauch, macht sich das Team von James Delgado zum Ausstiegsloch. Mit dem Gebläse befreien die Männer die Fundstelle. Mindestens einen halben Meter tief steckt das Wrack im feuchten Grund. Laut Plan sind auf dem 12 Meter langen Boden drei Luken verteilt, zwei im Bugbereich, eine weitere Öffnung liegt im Heck. Die Konstruktion versprach dem cleveren Geschäftsmann optimalen Gewinn. Kröls Perlenfischer konnten an drei Stellen parallel arbeiten. Zudem sparte der Erfinder wertvolle Zeit unter Wasser. Ich glaube, Julius Kröll war ein Genie, aber ein Genius der anderen Art. Er war kein Einstein. Sein Genie lag darin, eine Idee in die Tat umzusetzen. Er hat etwas geschaffen, das unglaublich fortschrittlich war. Das hier ist technisch enorm weit entwickelt. Aus der Sicht von damals vergleichbar mit einem Raumschiff. Endlose Minuten verstreichen. Noch immer fehlt von der Explorer jede Spur. Die Ungewissheit, vor allem für den Geldgeber, eine harte Geduldsprobe. So leid es mir tut, Tiffany. Nach einer Stunde besteht keine Hoffnung mehr. Fünf Meter unter der Wasseroberfläche leitet Kröll Phase 3 ein. Fahrt aufnehmen. Ventile öffnen. Aus eigener Kraft aufzutauchen ist bislang keinem einzigen U-Boot gelungen. Kröls Druckkammertechnik steht auf dem Prüfstand. Das Prinzip klingt einfach. Die Atemluft aus dem oberen Hohlraum wird direkt in die Ballastkammern geleitet. Dabei wird das Wasser durch die geöffneten Bodenventile nach außen gepresst. Nach und nach verliert das Boot an Gewicht und der Eisenkoloss fängt an zu steigen, so wie erhofft. Wir steigen auf! Die Explorer auf Erfolgskurs. Der Triumph ist Kröll gewiss. 10 Jahre hat er davon geträumt. Seht, da! Da, tatsächlich. Ah. Das Happy End nach 90 Minuten Wartezeit. Die Explorer ist das erste funktionstüchtige U-Boot der Menschheit. Und sein Erbauer Julius Kröll wird über Nacht zum Superstar. Seiner Karriere bei der Pacific Pearl Company steht nichts mehr im Weg. Das Tauchschiff kann sofort in Dienst gestellt werden. Hawker, ich hoffe, Sie sind ein guter Verlierer. Ja, Tiffany, ich habe mich getäuscht. Neuartiges U-Boot erfolgreich getestet, titelt tags darauf die New York Times. Auch die Beobachter der Navy schickten einen positiven Report an die Regierung der Vereinigten Staaten. Die Hauptnachricht lautete, dass das U-Boot erfolgreich war. Es tauchte ab, blieb lange unter Wasser und kam wieder hoch. Die Besatzung war danach keineswegs erschöpft oder todkrank. Und mit dem Rauchen der Meerschaumpfeife zeigte Julius Kröll, dass er völlig entspannt war. Der Bericht war der Beweis, das U-Boot funktionierte sicher und zuverlässig. Die Explorer gilt als Prototyp der modernen Unterseeboote. Mehrkammersysteme aus Luft- und Ballasttanks gehören längst zum Standard im U-Bootbau. Ebenso wie die Konstruktion einer Einstiegskanzel und die Verwendung von gebogenem Metall. Der Vater der neuen Technologie heißt Julius Kröll.
Im September 1866 verschifft der Deutsche seine Erfindung von New York nach Aspinwall, einem Hafen in der Karibik. Von dort geht die Reise mit dem Zug weiter bis nach Panama City. Ja. Im Dezember nimmt Kröll dort die Kisten mit den Einzelteilen wieder in Empfang. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Mach langsam und sei umsichtig. Mr. Hawker! Larry Hawker von der New York Times trifft nur wenige Tage später ein. Der Reporter macht die Explorer zu seiner Geschichte. Mit der exklusiven Berichterstattung über das einzige Tauchschiff der Welt hofft er, am Ruhm des Erfinders teilzuhaben. Mein Respekt, Kröll. Perfekt organisiert. Hätte ich nicht gedacht. Nicht mehr lang und Sie tauchen im Pazifik. Genau. Sobald wir alles wieder zusammengebaut haben, geht es los. Und Sie, Hawker, werden der Welt davon berichten. Der Journalist bringt den Ingenieur groß raus. Kröll schafft den Sprung in die High Society. Seine neuen Freunde lädt er zu Vergnügungstouren ein. Jeder noch so kleine Trip zum Meeresboden wird prompt zur Schlagzeile. Lange vermuteten Archäologen, dass eine jener Fahrten nach St. Helmo führte und dass vor der Insel ein Unfall passierte. Doch das Eiland liegt mit 60 Seemeilen zu weit von Panama City entfernt. Michael McCarthy vertritt eine andere Theorie. Er geht davon aus, dass die Perlentaucher ein Basislager inmitten der Natur einrichteten. Die Forscher machen sich auf die Suche. Nicht weit vom Strand entfernt entdecken sie eine Lichtung. Die palmenumsäumte Anhöhe bietet ausreichend Schutz vor der Flut und der brennenden Sonne. Die wenigen Überreste von Perlmuscheln liefern zwar noch keine handfeste Spur, sie könnten aber mit Kröll und der Pacific Pearl Company zusammenhängen. Zumindest lassen die Glasscherben ebenso wie die Tonfragmente den Schluss zu, dass der Platz einst als Camp genutzt wurde. Für die nächste Kampagne fixieren die Wissenschaftler die Koordinaten. Sie hoffen nachweisen zu können, dass an dem Ort Perlen für den Weitertransport vorbereitet wurden. Ganz sicher waren Menschen hier. Einige Scherben scheinen ziemlich alt zu sein, andere ganz sicher nicht. Es könnte sein, dass Kröll in Panama Karriere machte und so viel über Muscheln wusste, dass er entschied, hier zu lagern. Das ist möglich. Der These zufolge lag die Explorer regelmäßig vor St. Helmo. Die Verteuung rund um den Turm ist ein Relikt aus der Zeit, als Kröll mit seiner Mannschaft abends in der Bucht ankerte und tagsüber auf Perlenjagd ging. Jede Fahrt führte durch die gefährlichen Riffe entlang der Küste. Bis zu 4 Stunden dauerte der Einsatz unter Wasser. Und jedes Mal riskierte die Crew Kopf und Kragen, um an die begehrten Muscheln zu gelangen. Hier muss Kröll gestanden haben. Vorn saß sicher im Beobachter. Die Öffnung da sieht wie ein Fenster aus. Da konnte man rausschauen. Über die Turmluke ist Kröll in den Innenraum gestiegen. Dann hat er die Luke geschlossen und alles fürs Abtauchen vorbereitet. Dafür stand er sicher an dieser Stelle und sagte, tiefer, tiefer. Dann schaute er zur Seite. Gleich hier ist der Tiefenmesser. Dann hat er die Luft in die Kabine gelassen und den Befehl zum Öffnen der Luke gegeben. Es gibt aber im Boot nicht einen einzigen Hinweis, dass technisches Versagen das Ende der Explorer besiegelte. Ich glaube, die Geschichte der Explorer endete hier, vor 140 Jahren, an diesem Strand. Die Menschen haben sie schlichtweg vergessen. Wer hier vorbeikam und sie bemerkte, hat er nicht angesehen, wie bedeutend sie ist. Und bei Flut fährst du an der Insel vorbei, ohne die Explorer überhaupt zu sehen. Sie ist nur bei Ebbe zu sehen. In diesem Fall stimmt der Satz, aus den Augen, aus dem Sinn. Zum Verhängnis wird der Explorer der Fluch der Tiefe. Krölls U-Boot kann über 40 Meter sinken und hält Atemluft für viele Stunden vor.
Ein Fortschritt, aber mit fatalen Folgen für die gesamte Besatzung, wenn die Auftauchphase zu schnell erfolgt. Doch im September 1867 weiß noch niemand etwas von der Taucherkrankheit. Wir müssen tauchen, kommt! Kapitän, meine Muskeln. Ich spüre sie nicht mehr. Mein ganzer Körper brennt. Es geht nicht. Bei keinem von uns. Zum ersten Mal muss Kröll aufgeben. Wir haben immer vermutet, dass die Explorer zu tief getaucht ist, dass sie zu lange unter Wasser und die Crew einem enormen Druck ausgesetzt war. Sie ist ohne die Kompressionsphase aufgetaucht, also bekamen die Männer die Taucherkrankheit. Daran gibt es keinen Zweifel. Beim Tauchen in großen Tiefen dringen die gasförmigen Stickstoffe der Atemluft in den Blutkreislauf. Je tiefer und länger ein Taucher unter Wasser ist, desto höher der Anteil von Stickstoffen im Blut. Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Vor dem Auftauchen müssen die Gase in geringer Tiefe abgeatmet werden. Ohne die Dekompression explodiert der Stickstoff in den Körperzellen. Brennen in den Muskeln ist ein Alarmzeichen. Im schlimmsten Fall kommt es zu inneren Blutungen. Am 9. September 1867 stirbt Julius Kröll. Sein Grab liegt auf dem Auswandererfriedhof in Panama City. Auf dem Totenschein steht Malaria. Über 10 Jahre kämpfte der Erfinder um die Verwirklichung seines Lebenstraums. Nur 6 Monate nach der Indienststellung endete der Traum abrupt am Strand von San Telmo. For Julius Kröll. Julius Kröls Problem war ganz einfach sein früher Tod. Deshalb konnte er seine Explorer weder weiterentwickeln noch vermarkten. Und da war einfach niemand, der sein Erbe antrat. Die Ironie der Geschichte ist, dass Julius Kröll erst dank der modernen Forschung einen Ehrenplatz im Pantheon der Unterwasserseefahrt erhält, als einer der brillantesten U-Boot-Ingenieure. Julius Kröll, ein stiller Star des 19. Jahrhunderts. Ein genialer Erfinder, seiner Zeit weit voraus. Er schuf das erste funktionierende Unterseeboot der Welt, die Explorer. Das war von Beginn an eine reine Geschäftsbeziehung. William Henry Tiffany war einer der Hauptgesellschafter. Und Kröll wurde zu seinem Chefingenieur. Er regelte alle technischen Dinge. Die Beziehung zwischen den beiden war also in erster Linie geschäftlich. Beide wollten die Perlen. Und beide wollten reich werden. Schon kurze Zeit später wirbt die Pearl Company mit der Explorer, um den Aktienhandel anzukurbeln. Die Macher versprechen möglichen Investoren utopische Jahresgewinne von über 414.000 US-Dollar. Kröll steht unter hohem Druck. Sein Tauchboot muss sich in großen Tiefen bewähren. Der Metallurg Larry Murphy bereitet den Materialcheck vor. Das Team prüft die Beschaffenheit des Werkstoffs. Die Späne unter dem Rost sehen fast aus wie neu. Der Magnettest lässt zumindest den Schluss zu, dass der Eisenanteil immer noch hoch ist. Deutsche Wertarbeit aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Heute Vormittag überprüfen wir an der Außenhülle, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist. Anhand der Daten können wir dann eine Prognose abgeben, wie schnell sich der Rost weiter ausbreitet.
Am Nachmittag steht das Vermessen der Eisenbänder auf dem Programm. Der Metallurg schickt zwei Taucher zum Wrack, die über Funk ständig ihre Position durchgeben. Die Explorer liegt inzwischen unter Wasser. Zweimal am Tag verschluckt die Flut den Koloss. Mit dem Massenpotentiometer lässt sich die aktuelle Dicke des Materials exakt bestimmen. Die Daten werden elektronisch erfasst. Millimeter für Millimeter scannen die Taucher die Hülle ab. Das Ergebnis der Untersuchung entscheidet darüber, ob das Wrack transportfähig ist. Sollten die zusätzlichen Proben offenbaren, dass die tragenden Teile mehr Rost als Eisen enthalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Explorer für die Nachwelt verloren ist. This is golden. Die Proben sind Gold wert, für uns wie Mondgestein. Schwer zu bekommen, aber voller wichtiger Informationen. Die Stücke aus der Haut des U-Boots schicken die Forscher ins Labor der Lincoln-Universität im Bundesstaat Nebraska. Dort sollen die Brocken einer weiteren Analyse unterzogen werden. Über die genaue Zusammensetzung des Materials gibt erst der Massenspektrometer Auskunft. Das Hightech-Gerät entlarvt den tatsächlichen Zustand der Explorer. Bei keiner Probe konnten wir Eisenanteile nachweisen, weder beim Gusseisen noch beim Schmiedeeisen aus dem unteren Bereich des U-Boots. Die Hülle ist ein einziges Rostgebilde und längst nicht so stabil, wie es den Anschein hat. Für das marode Tauchschiff gibt es keine Rettung. Die Unterwasserarchäologen kommen zu spät. Was bleibt, ist die Rekonstruktion einer einzigartigen Pionierleistung. Doch bis zu seinem Triumph liegt vor Julius Kröll ein beschwerlicher Weg. Am 17. Februar 1864 melden die Südstaaten den Erfolg ihrer ersten U-Boot-Mission. Die CSS Hunley versenkt ein Kriegsschiff der Nordstaaten vor der Küste von South Carolina. Von der Hunley fehlt jede Spur. Das Wettrennen um den Ruhm als Erfinder des ersten U-Boots scheint verloren. Dennoch lässt sich Kröll nicht beirren. Unermüdlich arbeitet er an der Vollendung seines Lebenswerks. In einem Dock in Brooklyn setzt der Deutsche die Explorer zusammen und absolviert auf dem East River geheime Testfahrten. Abseits der belebten Schiffsrouten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am 30. Mai 1866 ist es endlich soweit. Das Schiff steht bereit für den offiziellen Tauchgang. 2 Jahre Schwerstarbeit liegen hinter dem Konstrukteur. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Tauchboot glänzt mit Hightech. Für Kröll steht viel auf dem Spiel. Läuft etwas schief, sind er und seine Crew dem Tod geweiht. Ein letzter Sicherheitscheck vor dem alles entscheidenden Probelauf. In San Telmo gehen die Unterwasserarchäologen erneut ins Wrack der Explorer. James Delgado will nach Hinweisen suchen, die das Ende des Tauchschiffs erklären. Möglicherweise geriet das Boot in eine Kollision oder eines der Geräte fiel aus. Doch schon die Identifizierung der Apparate erweist sich als schwierig. Das hier könnte zum Steuerruder gehören. Aber es könnte auch das Endstück eines Ventils sein, das irgendwie mit der Druckluftkammer verbunden ist. Das könnte eine Rohrleitung sein. Aber das ist natürlich schwer zu sagen, denn alles ist dick von Rost und Muschelkalk überzogen. Deswegen, Forschungen können zwar am Fundort beginnen, aber sie müssen im Labor weitergehen, damit wir wirklich alles nachvollziehen und verstehen können. Larry Hawker auf dem Weg zur Anlegestelle. Der Reporter gehört zu den wenigen geladenen Gästen. Neben Tiffany setzt der Explorer schwer zu. Das Ziel der Experten, den 11-Tonner in Sicherheit zu bringen, gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit. Wohin das Auge blickt, frisst sich Rost durch die dicken Eisenplatten,
Von den Schäden im Inneren ganz zu schweigen. Wenigstens die Konstruktion ist noch immer gut zu erkennen. Erstaunlich, es sieht wie ein modernes U-Boot aus. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es alt ist. Und man fängt an, über den Erbauer nachzudenken. Für mich ist Kröll der Vater der modernen U-Boote. Für die damalige Zeit ist das eine unglaubliche Ingenieursleistung. Selbst aus heutiger Sicht überzeugt das stromlinienförmige Design der Explorer. Auch Hightech-Boote funktionieren nach dem Prinzip der Hydrodynamik. Julius Kröll ist seiner Zeit weit voraus. 1852 gelingt ihm mit der Kuppel des New Yorker Kristallpalastes der erste große Wurf. Das filigrane Dach der Ausstellungshalle stützen 48 rundgebogene Eisenträger. Ein Geniestreich. Die Kunst, das starre Metall in jede beliebige Form zu bringen, lässt sich der Tüftler sogar patentieren. Seine offizielle Anmeldung der Eisenbiegemaschine trägt das Aktenzeichen 12133. Die Maschine ermöglichte das Biegen von Metallbändern. Damit war Metall plötzlich interessant, sowohl für den Maschinenbau als auch für die Bauindustrie. Er war sehr erfinderisch. Er war ein Meister der Metallverarbeitung. Erfindergeist beweist der Deutsche auch auf seinem zweiten Spezialgebiet. Für die Stadtväter von New York soll Kröll ein gefährliches Riff im East River in die Luft jagen. Doch zunächst ohne Erfolg. Die Operation droht zu scheitern. Kröll wagt einen letzten Vorstoß. Ich zeige es Ihnen. Das Riff verläuft schräg ins Wasser. Bisher wurde das Dynamit immer von oben aus Booten abgelassen. Dadurch ist es nicht unter Kontrolle. Ich bringe es direkt ans Riff. Durch Benutzung eines Tauchapparats. Die Entwicklung von Tauchapparaten kommt im 19. Jahrhundert in Mode. Rund um den Globus entstehen Prototypen, allesamt Fehlkonstruktionen. Auch Julius Kröll arbeitet fieberhaft an seinem Entwurf. Im Unterschied zu den Konkurrenzmodellen lag die Explorer äußerst stabil im Wasser. Und das verdankte sie dem schweren Boden aus massivem Schmiedeeisen. Inzwischen halten die Unterwasserarchäologen den Bauplan der Explorer in Händen. Sie entdeckten die Zeichnungen in einem Wissenschaftsjournal von 1902. Doch mehr als ein paar technische Basisdaten über Maß und Form liefern Artikel und Skizze nicht. Die Zeichnungen von Kröls Explorer zeigen weder, wo Luken eingeplant waren, noch erklären sie Antrieb oder Steuerung. Auch wissen wir nicht, wie das Zusammenspiel von Ballast und Luftkammern aussah, damit das U-Boot funktionierte. Um das Geheimnis des Druckmechanismus zu lösen, müssen die Forscher zunächst einmal die einzelnen Bauteile des Systems finden. Den Plänen zufolge liegt das Herzstück im Kielbereich der Außenhülle. Am Heck der Explorer entdecken die Männer ein Tellerventil aus Messing. Mühelos lässt es sich auf- und zudrehen, selbst nach über 140 Jahren. Der Verschluss sitzt auf einer Eisenstange, die offensichtlich in den Innenraum führt. Auf dem Zeichenbrett werden Objekt und Fundstelle für die spätere Rekonstruktion notiert. Vor Ort können die Spezialisten das Prinzip nicht nachvollziehen. Vor allem ein Detail macht sie stutzig. Die Stange, um die das Ventil hoch und runter rotiert, weist enorm viel Spiel auf. Dadurch schwingt der schwere Pfropfen auch seitlich. Die rätselhafte Vorrichtung gehört eindeutig zur Tauchanlage des Unterseeboots. Insgesamt 6 Außenventile waren im Boden eingebaut, 3 auf jeder Seite. Die Regulierung erfolgte von innen. Beim Öffnen der Stöpsel dringt Wasser in die Ballastkammer. Das Schiff beginnt zu sinken. Ist die gewünschte Tiefe erreicht, werden die Ventile wieder geschlossen. Musik
Die einfache, aber effektive Technik entwickelt damals Buren van Reyersen. Und zwar für eine Tauchglocke, in der zwei Männer bequem sitzen oder stehen können. Entschuldigung, ich suche einen Mr. Buren van Reyersen. Ja, da bin ich. Guten Tag, Sir. Kröll ist mein Name. Ah, Sie kommen wegen der Tauchglocke. Da drüben. Ja. Ausführlich erklärt der Niederländer Julius Kröll die einzigartige Kapsel. Das über 2 Meter hohe Gebilde besteht aus einer massiven Doppelwandkonstruktion. Den dazwischen liegenden Hohlraum kann die Besatzung entweder mit Druckluft aus einem Kompressor füllen oder mit Wasser fluten. Je nachdem, ob sie aufsteigen oder abtauchen möchte. Kröll weiß jetzt, was er zu tun hat. Für viel Geld erwirbt er die Patentrechte und stattet die Explorer mit genauso einer Doppelhülle aus. Die Verbindungsstreben zwischen Außen- und Innenwand sind noch deutlich zu erkennen. Bei hohem das Hafenbecken von New York im Mai 1866. Wir sinken ans Limit. 18 Fuß. 20 Fuß tief. 4 Männer riskieren ihr Leben in einem selbstgebauten U-Boot. 22 Fuß. Ein Himmelfahrtskommando mit offenem Ausgang. Fahrt aufnehmen. Ventile öffnen. Das Gefährt, eine technische Meisterleistung, konstruiert vor über 140 Jahren. 2006 nehmen Forscher das Wrack ins Visier. Der Fund von St. Helmo ist eine Sensation. Die Spur führt zum Vater der modernen Unterseeboote. New York, 1850. Eine Schmiede irgendwo an der Lower East Side. Der deutsche Julius Kröll experimentiert mit Eisen als neuem Werkstoff. Stopp! Und runter. Der Tüftler verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Mit dem unverwüstlichen Metall will er Prachtbauten von schwindelerregender Höhe und spektakulären Formen errichten. Ja. Krölls eigentliche Vision aber ist die Entwicklung eines Tauchboots aus purem Eisen. Er träumt davon, die Tiefen der Meere zu erobern. Zerfressen von Rost und Salzwasser verrottet Kröls Traumschiff seit vielen Jahrzehnten am einsamen Strand von St. Helmo. Die Insel liegt knapp 60 Seemeilen von Panama City entfernt, der pulsierenden Metropole am Pazifik. Im Februar 2006 macht sich von dort aus James Delgado auf den Weg zum Wrack. Ein Team aus hochkarätigen Wissenschaftlern begleitet den Experten der Texas A&M University. Das Institut sorgt mit seinen Entdeckungen immer wieder für Aufsehen. Zu den Highlights gehört nicht nur die Karavelle des Christoph Kolumbus, sondern auch das Wrack von Uluburu. Das älteste Schiff der Welt barg über 22.000 Objekte aus der Bronzezeit. Nach 6 Stunden Fahrt erreicht die Chiers den Rand des panamenischen Hoheitsgebietes. Dort liegt die Insel San Telmo, ein menschenleeres Paradies fernab der Zivilisation. Das aktuelle Projekt verheißt den Männern weder Entdeckerruhm noch kostbare Schätze. Vielmehr geht es darum, die Geschichte des U-Boots aufzudecken und das rostige Monster vor dem Zahn der Gezeiten zu retten. Es ist, als würde man einen alten Freund wiedersehen. Man hat immer Angst, dass in der Zwischenzeit etwas Schlimmes passiert ist. Dass zum Beispiel die Hülle zusammengebrochen ist. Aber Gott sei Dank ist alles okay. Von Anfang an gab das Wrack den Forschern Rätsel auf. Niemand konnte das Boot identifizieren oder kannte den Namen des Erbauers. Julius Kröll bleibt lange ein Phantom. Sein Pass beweist lediglich, der Deutsche nimmt 1854 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Washington D.C., Zentrum der Macht und Sitz des amerikanischen Nationalarchivs. Was immer seit Bestehen der Vereinigten Staaten von den Behörden abgestempelt wurde, lagert dort auf Diafilm.
Erst der Historiker John McKee bringt Julius Kröll mit dem Fund von San Telmo in Zusammenhang. Auf einer Passagierliste entdeckt er Details über den Auswanderer aus Memel. Die Ankunft des 24-jährigen Ostpreußen im Hafen von New York ist für den 19. Mai 1844 beurkundet. Die erste heiße Spur. Die Passagierliste ist das bislang älteste Dokument. Es belegt, dass Kröll allein kam und amerikanischer Staatsbürger werden wollte. Für die amerikanische Traumkarriere musste der Immigrant allerdings hart arbeiten. In New York herrscht damals Goldgräberstimmung. Die aufstrebende Stadt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lockt Abenteurer aus der ganzen Welt. Allein Hunderttausende Deutsche wagen den Sprung über den Atlantik in der Hoffnung auf das schnelle Geld. In Manhattan eröffnet Julius Kröll eine Werkstatt für Metallverarbeitung. Mitte des 19. Jahrhunderts boomt die Branche. Seine Wohnung liegt nur ein paar Häuserblocks entfernt in Kleindeutschland. Laut Melderegister quartiert sich Kröll am Ende der 19. Straße ein. Tür an Tür mit Landsleuten aus der fernen Heimat. Er war Kapitalist und wollte unbedingt reich werden. Er war kein Tagelöhner, sondern Unternehmer. Er führte eine eigene Firma und schaffte ständig neue Aufträge ran. Der Erfolg stellte sich ein, da war er noch nicht einmal 10 Jahre im Land. Doch es dauerte noch 12 weitere Jahre, bis Kröls Tauchboot zum Einsatz kam. 2001 stieß Delgado zum ersten Mal auf das Wrack, das Einheimische für ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg hielten. Als ich das zigarrenförmige U-Boot sah, wusste ich, dass es kein japanisches ist. Ich wusste, es ist alt und birgt eine Geschichte. Heute, 5 Jahre später, sind zwar noch nicht alle Rätsel gelöst, aber wir wissen, das Boot ist Julius Kröls Explorer. Die Unterwasserarchäologen unterziehen die Hülle einer ersten Überprüfung. Und das salzige Pazifikwasser, Druck, sollten sie die Außenhülle stabilisieren. Minutiös vermessen die Experten den Hohlraum im oberen Bereich. Die Hälfte über der Wasserlinie besteht aus einer einzigen Luftkammer. An manchen Stellen ist sie immerhin 3 Meter breit und 2 Meter hoch. Die Konstruktion, gefertigt aus Tonnen von gegossenem Eisen, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Wir übertragen sämtliche Messergebnisse und Skizzen, die wir vor Ort gemacht haben, in den Computer. So erhalten wir eine maßstabsgerechte Übersicht, können aber auch in jedes einzelne Segment hineinzoomen und die Einzelteile anschauen, so wie hier den Aufbau der Druckluftkammer. Die erste Auswertung bringt ein überraschendes Resultat. Julius Kröll baute die Druckluftkammer 1/3 größer als im Entwurf vorgesehen. Dafür musste es einen triftigen Grund geben. Schließlich überließ der Erfinder nichts dem Zufall. Die Forscher stehen vor einem Rätsel. Möglicherweise hängt die Änderung mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und Krölls ehrgeizigen Plänen zusammen. 1861 erhält der Ingenieur von den Nordstaaten einen Spezialauftrag. Er soll als Agent an Bord der US Pinola gehen und eine Blockade der Südstaatler im Mississippi sprengen. Doch der Kapitän der US Pinola, Henry Bell, misstraut den Deutschen. Krölls wagemutige Idee, das Dynamit nachts in kleinen Ruderbooten ins feindliche Gebiet zu schaffen, lehnt er kategorisch ab. Alles andere, Kapitän, wäre viel zu gefährlich. Wir bewegen uns in der Schusslinie beider Forts. Nein, Kröll, wir nehmen den Raddampfer. Sir, überlegen Sie doch, so sind wir ein leichtes Ziel. Hadern Sie mit der Entscheidung eines Flottenkapitäns, Kröll? Passen Sie auf, Kröll, oder Ihr Einsatz hier ist ganz schnell beendet. Alles bleibt dabei, so wie ich es sagte. Das kann nicht gut gehen. So sind wir morgen eher alle tot. Garantiert hatte Julius Kröll keine Angst, seine Meinung zu sagen.
Wenn er nicht einverstanden war, dann war er es nicht. Er war nicht der Typ, der sich umdrehte und irgendetwas machte, was er für dumm hielt. Kröll sollte Recht behalten. Der Raddampfer gerät in den Kugelhagel des Gegners. Und der Sprengexperte kann seine Mission nicht erfüllen. Die nachfolgende Flotte durchbricht zwar die Blockade, muss aber schwere Verluste hinnehmen. Der 41-Jährige kommt mit leichten Blessuren davon, doch der Vorfall auf dem Mississippi lässt ihn nicht mehr los. Mit einem Unterseeboot hätte er die Sprengsätze unbemerkt im feindlichen Terrain anbringen und dem Nordstaatenverband den Weg freimachen können. In Kröll reift der Plan, für die Marine ein Tauchschiff zu konstruieren. Er ist fest davon überzeugt, dass U-Boote im Seekrieg der Zukunft eine Schlüsselrolle übernehmen. Auch in diesem Fall irrte Kröll nicht. Knapp 100 Jahre später tobt der Zweite Weltkrieg. Unterseeboote avancieren zur taktischen Wunderwaffe der Großmächte. Allen voran kämpften Deutschland und Großbritannien um die Vormacht auf dem Atlantik. 1863 stellt Julius Kröll seine Idee der modernen Kriegführung den Verantwortlichen im New Yorker Hauptquartier vor. Das ist mein U-Boot. Wir können darin ohne Kontakt zur Wasseroberfläche agieren und Sprengladungen setzen. Heimlich, ohne gesehen zu werden, aber ganz gezielt. Druckluft in Hohlkammern reguliert das Ab- und Auftauchen, ganz nach den Befehlen des Kapitäns. Und es ist extrem stabil, aus Eisen. Doch Kröll ist zu spät. Ein Tauchboot wird nicht mehr gebraucht. So leid es mir tut. Was der Erfinder nicht ahnt, die Marine besitzt bereits ein eigenes U-Boot. Die USS Alligator wurde unter strengster Geheimhaltung entwickelt und getestet. Doch kurz vor seinem Einsatz ging das Gefährt in einem heftigen Sturm unter. Eine unrühmliche Episode. Die Abfuhr stürzt Julius Kröll in den finanziellen Ruin. Allein die Materialkosten für die Explorer verschlingen rund 17.000 US-Dollar, damals ein stattliches Vermögen. Der Geschäftsmann sucht händeringend nach einer Lösung. Die Library of Congress in Washington verwahrt das Dokument, das den Wendepunkt in Krölls Leben bringt. Der gebundene Firmenprospekt der Pacific Pearl Company, gegründet 1864. Einer der Gesellschafter heißt William Henry Tiffany. Der Bruder des berühmten Juwelenhändlers betritt eines Tages die Werkstatt an der Lower East Side und unterbreitet dem Bastler ein verlockendes Angebot. Für seine Unternehmungen in Mittelamerika braucht Tiffany einen geeigneten Partner. Mr. Kröll? Mein Name ist Tiffany und ich habe die Idee, im Pazifik nach Perlen zu tauchen, sofern ich ein Boot dafür finde. Jahrelang hat Julius Kröll auf einen Geldgeber gewartet, der kein Risiko scheut. Die Verwirklichung seines Traums rückt plötzlich in greifbare Nähe. Mr. Kröll, auf den neuen Kapitän der Pacific Pearl Company. Kröls reichem Geldgeber. Mr. Tiffany. Hawker, Sie hier? Ja, mir wurde Spannung versprochen. Ich hoffe nur, dass es kein Drama wird. Und Sie? Nun, mich interessiert der Erfolg. Na dann. Nur eine Biegung weiter flussaufwärts trifft Kröll letzte Vorbereitung. Seit Stunden läuft der Kompressor auf Hochtouren. Die Mannschaft bringt die Ausrüstung an Bord. Wenn alle Sachen verstaut sind, über einen langen Schlauch wird in die riesige Druckkammer der Explorer Atemluft gepumpt. Passt gut auf Sie auf. Ich brauche Sie noch. Alles läuft nach Zeitplan. Das Experiment im East River kann beginnen. Fahrt aufnehmen, es geht los. Langsam Fahrt aufnehmen. Per Handantrieb setzt der Maschinist das 30 Tonnen schwere Eisenschiff in Bewegung.
Langsam, aber zuverlässig meistert die Explorer die ersten 100 Meter bis zu den Schaulustigen. Die meisten Anwesenden haben noch nie zuvor ein Tauchboot gesehen. Sie halten den Deutschen für einen Draufgänger. Möchte jemand mitfahren? Keine Angst, wir haben durchaus vor, wieder zurückzukommen. Zunächst aber bedanke ich mich für Ihr Erscheinen. Wir haben lange gearbeitet und heute ist es soweit. Wir werden vor Ihren Augen tauchen. Vertrauen Sie mir. Ladies und Gentlemen, wünschen Sie uns Glück. Um 11.30 Uhr schließt Kröll die Einstiegsluke. Tod oder Triumph? Für die vier Männer an Bord gibt es kein Zurück mehr. Langsam Fahrt aufnehmen. Es geht los. Der Kapitän manövriert das Boot aus der Strömung auf Tauchposition. Öffnet die Außenventile. Drei Mann bedienen jeweils zwei Schwungräder gleichzeitig. Beim Öffnen der Ventile heben sich die sechs Messingverschlüsse im Boden. Die Ballastkammern im Hohlraum füllen sich mit Wasser. Das Boot beginnt allmählich zu sinken. Jetzt wird sich zeigen, ob die Nähte dem Druck standhalten. Vordere Ventile geöffnet. Hintere Ventile geöffnet. Vor den Augen der Zuschauer verschwindet die Explorer in den Fluten des East River. 5 Meter trennen den Erfinder von seinem Etappenziel, dem schlammigen Grund des Hafenbeckens. Der Tiefenmesser fällt unaufhaltsam, Meter für Meter. Nun, Hawker, Mut können Sie Kröll jedenfalls nicht absprechen. Ja, Mut mag der Mann haben, aber kann er das Risiko auch kalkulieren? Er hat nicht mal eine Sicherheitsleine angebracht. Larry Hawker weiß, wovon er spricht. Kröll wäre nicht der erste Konstrukteur, der scheitert. Die Brandtaucher ging schon beim ersten Test in der Kieler Förde verloren. Die Versuche der Intelligent Whale kosteten 35 Seeleute das Leben. Und selbst die als Erfolg gemeldete Mission der CSS Hunley endete im Desaster. Die komplette Mannschaft erstickte im U-Boot. Die riesige Druckkammer im oberen Bereich der Explorer enthält Atemluft für 4 Stunden. Zeit genug, um bis zum Flussbett vorzustoßen und wieder aufzutauchen. Wir sind kurz vor dem Grund. 18 Fuß. 20 Fuß tief. Schließt die Ballastkammer. Öffnet die Druckventile. Es ist soweit. Öffnet die Luke. Durch die Luke im Boden sollen in Zukunft Taucher Perlmuscheln aufsammeln. Um die Klappe zu öffnen, muss Luft aus der oberen Kammer in die Kabine geleitet werden. Und zwar so viel, bis der Druck ausgeglichen ist. Der Druck im Innenraum muss genauso hoch sein wie der Wasserdruck direkt unter dem Schiff. Dann kann die Luke geöffnet werden, ohne dass Wasser eindringt. Versuch's mit der Hand. Der Beweis, dass die Erfindung funktioniert, ist eine Handvoll Schlamm vom East River. Es klappt. Gelingt der Crew auch noch das Auftauchmanöver, ist die Sensation perfekt. Bewaffnet mit einer Benzinpumpe und einem dicken Schlauch macht sich das Team von James Delgado zum Ausstiegsloch. Mit dem Gebläse befreien die Männer die Fundstelle. Mindestens einen halben Meter tief steckt das Wrack im feuchten Grund. Laut Plan sind auf dem 12 Meter langen Boden 3 Luken verteilt. 2 im Bugbereich, eine weitere Öffnung liegt im Heck. Die Konstruktion versprach dem cleveren Geschäftsmann optimalen Gewinn. Kröls Perlenfischer konnten an 3 Stellen parallel arbeiten. Zudem sparte der Erfinder wertvolle Zeit unter Wasser. I think Julius Kröll was a genius.
Ich glaube, Julius Kröll war ein Genie, aber ein Genius der anderen Art. Er war kein Einstein. Sein Genie lag darin, eine Idee in die Tat umzusetzen. Er hat etwas geschaffen, das unglaublich fortschrittlich war. Das hier ist technisch enorm weit entwickelt. Aus der Sicht von damals vergleichbar mit einem Raumschiff. Endlose Minuten verstreichen. Noch immer fehlt von der Explorer jede Spur. Die Ungewissheit, vor allem für den Geldgeber, eine. Das Hafenbecken von New York im Mai 1866. Wir sinken ans Limit. 18 Fuß. 20 Fuß tief. Vier Männer riskieren ihr Leben in einem selbstgebauten U-Boot. 22 Fuß. Ein Himmelfahrtskommando mit offenem Ausgang. Fahrt aufnehmen. Ventile öffnen. Das Gefährt, eine technische Meisterleistung, konstruiert vor über 140 Jahren. 2006 nehmen Forscher das Wrack ins Visier. Der Fund von San Telmo ist eine Sensation. Die Spur führt zum Vater der modernen Unterseeboote. New York, 1850. Eine Schmiede irgendwo an der Lower East Side. Der deutsche Julius Kröll experimentiert mit Eisen als neuem Werkstoff. Stopp! Und runter. Der Tüftler verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Mit dem unverwüstlichen Metall will er Prachtbauten von schwindelerregender Höhe und spektakulären Formen errichten. Ja. Krölls eigentliche Vision aber ist die Entwicklung eines Tauchboots aus purem Eisen. Er träumt davon, die Tiefen der Meere zu erobern. Zerfressen von Rost und Salzwasser verrottet Kröls Traumschiff seit vielen Jahrzehnten am einsamen Strand von San Telmo. Die Insel liegt knapp 60 Seemeilen von Panama City entfernt, der pulsierenden Metropole am Pazifik. Im Februar 2006 macht sich von dort aus James Delgado auf den Weg zum Wrack. Ein Team aus hochkarätigen Wissenschaftlern begleitet den Experten der Texas A&M University. Das Institut sorgt mit seinen Entdeckungen immer wieder für Aufsehen. Zu den Highlights gehört nicht nur die Karavelle des Christoph Kolumbus, sondern auch das Wrack von Uluburun. Das älteste Schiff der Welt barg über 22.000 Objekte aus der Bronzezeit. Nach 6 Stunden Fahrt erreicht die Chiers den Rand des panamenischen Hoheitsgebietes. Dort liegt die Insel San Telmo, ein menschenleeres Paradies fernab der Zivilisation. Das aktuelle Projekt verheißt den Männern weder Entdeckerruhm noch kostbare Schätze. Vielmehr geht es darum, die Geschichte des U-Boots aufzudecken und das rostige Monster vor dem Zahn der Gezeiten zu retten. Es ist, als würde man einen alten Freund wiedersehen. Man hat immer Angst, dass in der Zwischenzeit etwas Schlimmes passiert ist. Dass zum Beispiel die Hülle zusammengebrochen ist. Aber Gott sei Dank ist alles okay. Von Anfang an gab das Wrack den Forschern Rätsel auf. Niemand konnte das Boot identifizieren oder kannte den Namen des Erbauers. Julius Kröll bleibt lange ein Phantom. Sein Pass beweist lediglich, der Deutsche nimmt 1854 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Washington, D.C., Zentrum der Macht und Sitz des amerikanischen Nationalarchivs. Was immer seit Bestehen der Vereinigten Staaten von den Behörden abgestempelt wurde, lagert dort auf Diafilm. Erst der Historiker John McKee bringt Julius Kröll mit dem Fund von San Telmo in Zusammenhang. Auf einer Passagierliste entdeckt er Details über den Auswanderer aus Memel. Die Ankunft des 24-jährigen Ostpreußen im Hafen von New York ist für den 19. Mai 1844 beurkundet. Die erste heiße Spur.
Die Passagierliste ist das bislang älteste Dokument. Es belegt, dass Kröll allein kam und amerikanischer Staatsbürger werden wollte. Für die amerikanische Traumkarriere musste der Immigrant allerdings hart arbeiten. In New York herrscht damals Goldgräberstimmung. Die aufstrebende Stadt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lockt Abenteurer aus der ganzen Welt. Allein Hunderttausende Deutsche wagen den Sprung über den Atlantik in der Hoffnung auf das schnelle Geld. In Manhattan eröffnet Julius Kröll eine Werkstatt für Metallverarbeitung. Mitte des 19. Jahrhunderts boomt die Branche. Seine Wohnung liegt nur ein paar Häuserblocks entfernt in Kleindeutschland. Laut Melderegister quartiert sich Kröll am Ende der 19. Straße ein. Tür an Tür mit Landsleuten aus der fernen Heimat. Er war Kapitalist und wollte unbedingt reich werden. Er war kein Tagelöhner, sondern Unternehmer. Er führte eine eigene Firma und schaffte ständig neue Aufträge ran. Der Erfolg stellte sich ein, da war er noch nicht einmal 10 Jahre im Land. Doch es dauerte noch 12 weitere Jahre, bis Kröls Tauchboot zum Einsatz kam. 2001 stieß Delgado zum ersten Mal auf das Wrack, das Einheimische für ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg hielten. Als ich das zigarrenförmige U-Boot sah, wusste ich, dass es kein japanisches ist. Ich wusste, es ist alt und birgt eine Geschichte. Heute, 5 Jahre später, sind zwar noch nicht alle Rätsel gelöst, aber wir wissen, das Boot ist Julius Kröls Explorer. Die Unterwasserarchäologen unterziehen die Hülle einer ersten Überprüfung. Und das salzige Pazifikwasser setzt der Explorer schwer zu. Das Ziel der Experten, den 11-Tonner in Sicherheit zu bringen, gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit. Wohin das Auge blickt, frisst sich Rost durch die dicken Eisenplatten, von den Schäden im Inneren ganz zu schweigen. Wenigstens die Konstruktion ist noch immer gut zu erkennen. Aus wie neu. Der Magnettest lässt zumindest den Schluss zu, dass der Eisenanteil immer noch hoch ist. Deutsche Wertarbeit aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Heute Vormittag überprüfen wir an der Außenhülle, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist. Anhand der Daten können wir dann eine Prognose abgeben, wie schnell sich der Rost weiter ausbreitet. Am Nachmittag steht das Vermessen der Eisenwände auf dem Programm. Der Metallurg schickt 2 Taucher zum Wrack, die über Funk ständig ihre Position durchgeben. Die Explorer liegt inzwischen unter Wasser. Und 2-mal am Tag verschluckt die Flut den Koloss. Mit dem Massenpotentiometer lässt sich die aktuelle Dicke des Materials exakt bestimmen. Die Daten werden elektronisch erfasst. Millimeter für Millimeter scannen die Taucher die Hülle ab. Das Ergebnis der Untersuchung entscheidet darüber, ob das Wrack transportfähig ist. Sollten die zusätzlichen Proben offenbaren, dass die tragenden Teile mehr Rost als Eisen enthalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Explorer für die Nachwelt verloren ist. This is golden. Die Proben sind Gold wert, für uns wie Mondgestein. Schwer zu bekommen, aber voller wichtiger Informationen. Die Stücke aus der Haut des U-Boots schicken die Forscher ins Labor der Lincoln-Universität im Bundesstaat Nebraska. Dort sollen die Brocken einer weiteren Analyse unterzogen werden. Über die genaue Zusammensetzung des Materials gibt erst der Massenspektrometer Auskunft. Das Hightech-Gerät entlarvt den tatsächlichen Zustand der Explorer. Bei keiner Probe konnten wir Eisenanteile nachweisen. Weder beim Gusseisen noch beim Schmiedeeisen aus dem unteren Bereich des U-Boots. Die Hülle ist ein einziges Rostgebilde und längst nicht so stabil, wie es den Anschein hat. Für das marode Tauchschiff gibt es keine Rettung. Die Unterwasserarchäologen kommen zu spät.
Was bleibt, ist die Rekonstruktion einer einzigartigen Pionierleistung. Doch bis zu seinem Triumph liegt vor Julius Kröll ein beschwerlicher Weg. Am 17. Februar 1864 melden die Südstaaten den Erfolg ihrer ersten U-Boot-Mission. Die CSS Hunley versenkt ein Kriegsschiff der Nordstaaten vor der Küste von South Carolina. Von der Hunley fehlt jede Spur. Das Wettrennen um den Ruhm als Erfinder des ersten U-Boots scheint verloren. Dennoch lässt sich Kröll nicht beirren. Unermüdlich arbeitet er an der Vollendung seines Lebenswerks. In einem Dock in Brooklyn setzt der Deutsche die Explorer zusammen und absolviert auf dem East River geheime Testfahrten. Abseits der belebten Schiffsrouten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am 30. Mai 1866 ist es endlich soweit. Das Schiff steht bereit für den offiziellen Tauchgang. 2 Jahre schwerste Arbeit liegen hinter dem Konstrukteur. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Tauchboot glänzt mit Hightech. Für Kröll steht viel auf dem Spiel. Läuft etwas schief, sind er und seine Crew dem Tod geweiht. Ein letzter Sicherheitscheck vor dem alles entscheidenden Probelauf. In St. Helmo gehen die Unterwasserarchäologen erneut ins Wrack der Explorer. James Delgado will nach Hinweisen suchen, die das Ende des Tauchschiffs erklären. Möglicherweise geriet das Boot in eine Kollision oder eines der Geräte fiel aus. Doch schon die Identifizierung der Apparate erweist sich als schwierig. Das hier könnte zum Steuerruder gehören. Aber es könnte auch das Endstück eines Ventils sein, das irgendwie mit der Druckluftkammer verbunden ist. Das könnte eine Rohrleitung sein. Aber das ist natürlich schwer zu sagen, denn alles ist dick von Rost und Muschelkalk überzogen. Deswegen, Forschungen können zwar am Fundort beginnen, aber sie müssen im Labor weitergehen, damit wir wirklich alles nachvollziehen und verstehen können. Larry Hawker auf dem Weg zur Anlegestelle. Der Reporter gehört zu den wenigen geladenen Gästen neben Tiffany, Kröls reichem Geldgeber. Mr. Tiffany. Hawker, Sie hier? Ja, mir wurde Spannung versprochen. Ich hoffe nur, dass es kein Drama wird. Und Sie? Nun, mich interessiert der Erfolg. Nur eine Biegung weiter flussaufwärts trifft Kröll letzte Vorbereitung. Seit Stunden läuft der Kompressor auf Hochtouren. Die Mannschaft bringt die Ausrüstung an Bord. Wenn alle Sachen verstaut sind, über einen langen Schlauch wird in die riesige Druckkammer der Explorer Atemluft gepumpt. Pass gut auf Sie auf. Ich brauche Sie noch. Alles läuft nach Zeitplan. Das Experiment im East River kann beginnen. Fahrt aufnehmen, es geht los. Langsam Fahrt aufnehmen. Per Handantrieb setzt der Maschinist das 30 Tonnen schwere Eisenschiff in Bewegung. Langsam, aber zuverlässig meistert die Explorer die ersten 100 Meter bis zu den Schaulustigen. Die meisten Anwesenden haben noch nie zuvor ein Tauchboot gesehen. Sie halten den Deutschen für einen Draufgänger. Möchte jemand mitfahren? Keine Angst, wir haben durchaus vor, wieder zurückzukommen. Zunächst aber bedanke ich mich. Oh, it's wonderful. Erstaunlich, es sieht wie ein modernes U-Boot aus. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es alt ist. Und man fängt an, über den Erbauer nachzudenken. Für mich ist Kröll der Vater der modernen U-Boote. Für die damalige Zeit ist das eine unglaubliche Ingenieursleistung. Selbst aus heutiger Sicht überzeugt das stromlinienförmige Design der Explorer. Auch Hightech-Boote funktionieren nach dem Prinzip der Hydrodynamik. Julius Kröll ist seiner Zeit weit voraus. 1852 gelingt ihm mit der Kuppel des New Yorker Kristallpalastes der erste große Wurf.
Das filigrane Dach der Ausstellungshalle stützen 48 rundgebogene Eisenträger. Ein Geniestreich. Die Kunst, das starre Metall in jede beliebige Form zu bringen, lässt sich der Tüftler sogar patentieren. Seine offizielle Anmeldung der Eisenbiegemaschine trägt das Aktenzeichen 12133. Die Maschine ermöglichte das Biegen von Metallbändern. Damit war Metall plötzlich interessant, sowohl für den Maschinenbau als auch für die Bauindustrie. Er war sehr erfinderisch. Er war ein Meister der Metallverarbeitung. Erfindergeist beweist der Deutsche auch auf seinem zweiten Spezialgebiet. Für die Stadtväter von New York soll Kröll ein gefährliches Riff im East River in die Luft jagen. Doch zunächst ohne Erfolg. Die Operation droht zu scheitern. Kröll wagt einen letzten Vorstoß. Ich zeige es Ihnen. Das Riff verläuft schräg ins Wasser. Bisher wurde das Dynamit immer von oben aus Booten abgelassen. Dadurch ist es nicht unter Kontrolle. Ich bringe es direkt ans Riff. Durch Benutzung eines Tauchapparats. Die Entwicklung von Tauchapparaten kommt im 19. Jahrhundert in Mode. Rund um den Globus entstehen Prototypen, allesamt Fehlkonstruktionen. Auch Julius Kröll arbeitet fieberhaft an seinem Entwurf. Im Unterschied zu den Konkurrenzmodellen lag die Explorer äußerst stabil im Wasser. Und das verdankte sie dem schweren Boden aus massivem Schmiedeeisen. Inzwischen halten die Unterwasserarchäologen den Bauplan der Explorer in Händen. Sie entdeckten die Zeichnungen in einem Wissenschaftsjournal von 1902. Doch mehr als ein paar technische Basisdaten über Maß und Form liefern Artikel und Skizze nicht. Die Zeichnungen von Kröls Explorer zeigen weder, wo Luken eingeplant waren, noch erklären sie Antrieb oder Steuerung. Auch wissen wir nicht, wie das Zusammenspiel von Ballast und Luftkammern aussah, damit das U-Boot funktionierte. Um das Geheimnis des Druckmechanismus zu lösen, müssen die Forscher zunächst einmal die einzelnen Bauteile des Systems finden. Den Plänen zufolge liegt das Herzstück im Kielbereich der Außenhülle. Am Heck der Explorer entdecken die Männer ein Tellerventil aus Messing. Mühelos lässt es sich auf- und zudrehen, selbst nach über 140 Jahren. Der Verschluss sitzt auf einer Eisenstange, die offensichtlich in den Innenraum führt. Auf dem Zeichenbrett werden Objekt und Fundstelle für die spätere Rekonstruktion notiert. Vor Ort können die Spezialisten das Prinzip nicht nachvollziehen. Vor allem ein Detail macht sie stutzig. Die Stange, um die das Ventil hoch und runter rotiert, weist enorm viel Spiel auf. Dadurch schwingt der schwere Pfropfen auch seitlich. Die rätselhafte Vorrichtung gehört eindeutig zur Tauchanlage des Unterseeboots. Insgesamt 6 Außenventile waren im Boden eingebaut, 3 auf jeder Seite. Die Regulierung erfolgte von innen. Beim Öffnen der Stöpsel dringt Wasser in die Ballastkammer. Das Schiff beginnt zu sinken. Ist die gewünschte Tiefe erreicht, werden die Ventile wieder geschlossen. Die einfache, aber effektive Technik entwickelt damals Buren van Reyersen. Und zwar für eine Tauchglocke, in der 2 Männer bequem sitzen oder stehen können. Entschuldigung, ich suche einen Mr. Buren van Reyersen. Ja, da bin ich. Guten Tag, Sir. Kröll ist mein Name. Ah, Sie kommen wegen der Tauchglocke. Da drüben. Ja. Ausführlich erklärt der Niederländer Julius Kröll die einzigartige Kapsel. Das über 2 Meter hohe Gebilde besteht aus einer massiven Doppelwandkonstruktion. Den dazwischenliegenden Hohlraum kann die Besatzung entweder mit Druckluft aus einem Kompressor füllen oder mit Wasser fluten. Je nachdem, ob sie aufsteigen oder abtauchen möchte. Kröll weiß jetzt, was er zu tun hat.
Für viel Geld erwirbt er die Patentrechte und stattet die Explorer mit genauso einer Doppelhülle aus. Die Verbindungsstreben zwischen Außen- und Innenwand sind noch deutlich zu erkennen. Bei hohem Druck sollten sie die Außenhülle stabilisieren. Minutiös vermessen die Experten den Hohlraum im oberen Bereich. Die Hälfte über der Wasserlinie besteht aus einer einzigen Luftkammer. An manchen Stellen ist sie immerhin 3 Meter breit und 2 Meter hoch. Die Konstruktion, gefertigt aus Tonnen von gegossenem Eisen, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Wir übertragen sämtliche Messergebnisse und Skizzen, die wir vor Ort gemacht haben, in den Computer. So erhalten wir eine maßstabsgerechte Übersicht, können aber auch in jedem... Nicht für ihr erscheinen. Wir haben lange gearbeitet und heute ist es soweit. Wir werden vor Ihren Augen tauchen. Vertrauen Sie mir. Ladies and Gentlemen, wünschen Sie uns Glück. Um 11.30 Uhr schließt Kröll die Einstiegsluke. Tod oder Triumph? Für die 4 Männer an Bord gibt es kein Zurück mehr. Langsam Fahrt aufnehmen. Es geht los. Der Kapitän manövriert das Boot aus der Strömung auf Tauchposition. Öffnet die Außenventile. 3 Mann bedienen jeweils 2 Schwungräder gleichzeitig. Beim Öffnen der Ventile heben sich die 6 Messingverschlüsse im Boden. Die Ballastkammern im Hohlraum füllen sich mit Wasser. Das Boot beginnt allmählich zu sinken. Jetzt wird sich zeigen, ob die Nähte dem Druck standhalten. Vordere Ventile geöffnet. Hintere Ventile geöffnet. Vor den Augen der Zuschauer verschwindet die Explorer in den Fluten des East River. 5 Meter trennen den Erfinder von seinem Etappenziel, dem schlammigen Grund des Hafenbeckens. Der Tiefenmesser fällt unaufhaltsam, Meter für Meter. Nun, Hawker, Mut können Sie Kröll jedenfalls nicht absprechen. Ja, Mut mag der Mann haben, aber kann er das Risiko auch kalkulieren? Er hat nicht mal eine Sicherheitsleine angebracht. Larry Hawker weiß, wovon er spricht. Kröll wäre nicht der erste Konstrukteur, der scheitert. Die Brandtaucher ging schon beim ersten Test in der Kieler Förde verloren. Die Versuche der Intelligent Whale kosteten 35 Seeleute das Leben. Und selbst die als Erfolg gemeldete Mission der CSS Hunley endete im Desaster. Die komplette Mannschaft erstickte im U-Boot. Die riesige Druckkammer im oberen Bereich der Explorer enthält Atemluft für 4 Stunden. Zeit genug, um bis zum Flussbett vorzustoßen und wieder aufzutauchen. Wir sind kurz vor dem Grund. 18 Fuß. 20 Fuß tief. Schließt die Ballastkammer. Öffnet die Druckventile. Es ist soweit. Öffnet die Luke. Durch die Luke im Boden sollen in Zukunft Taucher Perlmuscheln aufsammeln. Um die Klappe zu öffnen, muss Luft aus der oberen Kammer in die Kabine geleitet werden. Und zwar so viel, bis der Druck ausgeglichen ist. Der Druck im Innenraum muss genauso hoch sein wie der Wasserdruck direkt unter dem Schiff. Dann kann die Luke geöffnet werden, ohne dass Wasser eindringt. Versuch's mit der Hand. Der Beweis, dass die Erfindung funktioniert, ist eine Handvoll Schlamm vom East River. Es klappt. Gelingt der Crew auch noch das Auftauchmanöver, ist die Sensation perfekt. Bewaffnet mit einer Benzinpumpe und einem dicken Schlauch macht sich das Team von James Delgado zum Ausstiegsloch. Mit dem Gebläse befreien die Männer die Fundstelle. Mindestens 1,5 Meter tief steckt das Wrack im feuchten Grund. Laut Plan sind auf dem 12 Meter langen Boden 3 Luken verteilt. 2 im Bugbereich, eine weitere Öffnung liegt im Heck.
Die Konstruktion versprach dem cleveren Geschäftsmann optimalen Gewinn. Kröls Perlenfischer konnten an drei Stellen parallel arbeiten. Zudem sparte der Erfinder wertvolle Zeit unter Wasser. Ich glaube, Julius Kröll war ein Genie, aber ein Genius der anderen Art. Er war kein Einstein. Sein Genie lag darin, eine Idee in die Tat umzusetzen. Er hat etwas geschaffen, das unglaublich fortschrittlich war. Das hier ist technisch enorm weit entwickelt. Aus der Sicht von damals vergleichbar mit einem Raumschiff. Endlose Minuten verstreichen. Noch immer fehlt von der Explorer jede Spur. Die Ungewissheit, vor allem für den Geldgeber, eine harte Geduldsprobe. So leid es mir tut, Tiffany. Nach einer Stunde besteht keine Hoffnung mehr. Fünf Meter unter der Wasseroberfläche leitet Kröll Phase 3 ein. Fahrt aufnehmen. Ventile öffnen. Aus eigener Kraft aufzutauchen ist bislang keinem einzigen U-Boot gelungen. Kröls Druckkammertechnik steht auf dem Prüfstand. Das Prinzip klingt einfach. Die Atemluft aus dem oberen Hohlraum wird direkt in die Ballastkammern geleitet. Dabei wird das Wasser durch die geöffneten Bodenventile nach außen gepresst. Nach und nach verliert das Boot an Gewicht und der Eisenkoloss fängt an zu steigen, so wie erhofft. Wir steigen auf! Die Explorer auf Erfolgskurs. Der Triumph ist Kröll gewiss. 10 Jahre hat er davon geträumt. Seht, da! Da, tatsächlich. Das Happy End nach 90 Minuten Wartezeit. Die Explorer ist das erste funktionstüchtige U-Boot der Menschheit. Und sein Erbauer Julius Kröll wird über Nacht zum Superstar. Seiner Karriere bei der Pacific Pearl Company steht nichts mehr im Weg. Das Tauchschiff kann sofort in Dienst gestellt werden. Hawker, ich hoffe, Sie sind ein guter Verlierer. Ja, Tiffany, ich habe mich getäuscht. Neuartiges U-Boot erfolgreich getestet. Titel tags darauf die New York. Das einzelne Segment hineinzoomen und die Einzelteile anschauen. So wie hier den Aufbau der Druckluftkammer. Die erste Auswertung bringt ein überraschendes Resultat. Julius Kröll baute die Druckluftkammer ein Drittel größer als im Entwurf vorgesehen. Dafür musste es einen triftigen Grund geben. Schließlich überließ der Erfinder nichts dem Zufall. Die Forscher stehen vor einem Rätsel. Möglicherweise hängt die Änderung mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und Kröls ehrgeizigen Plänen zusammen. 1861 erhält der Ingenieur von den Nordstaaten einen Spezialauftrag. Er soll als Agent an Bord der US Pinola gehen und eine Blockade der Südstaatler im Mississippi sprengen. Doch der Kapitän der US Pinola, Henry Bell, misstraut dem Deutschen. Kröls wagemutige Idee, das Dynamit nachts in kleinen Ruderbooten ins feindliche Gebiet zu schaffen, lehnt er kategorisch ab. Alles andere, Kapitän, wäre viel zu gefährlich. Wir bewegen uns in der Schusslinie beider Forts. Nein, Kröll, wir nehmen den Raddampfer. Sir, überlegen Sie doch, so sind wir ein leichtes Ziel. Hadern Sie mit der Entscheidung eines Flottenkapitäns, Kröll? Passen Sie auf, Kröll, oder Ihr Einsatz hier ist ganz schnell beendet. Alles bleibt dabei, so wie ich es sagte. Das kann nicht gut gehen. So sind wir morgen eher alle tot. Garantiert hatte Julius Kröll keine Angst, seine Meinung zu sagen. Wenn er nicht einverstanden war, dann war er es nicht. Er war nicht der Typ, der sich umdrehte und irgendetwas machte, was er für dumm hielt. Kröll sollte Recht behalten. Der Raddampfer gerät in den Kugelhagel des Gegners. Und der Sprengexperte kann seine Mission nicht erfüllen. Die nachfolgende Flotte durchbricht zwar die Blockade, muss aber schwere Verluste hinnehmen.
Der 41-Jährige kommt mit leichten Blessuren davon, doch der Vorfall auf dem Mississippi lässt ihn nicht mehr los. Mit einem Unterseeboot hätte er die Sprengsätze unbemerkt im feindlichen Terrain anbringen und dem Nordstaatenverband den Weg freimachen können. In Kröll reift der Plan, für die Marine ein Tauchschiff zu konstruieren. Er ist fest davon überzeugt, dass U-Boote im Seekrieg der Zukunft eine Schlüsselrolle übernehmen. Auch in diesem Fall irrte Kröll nicht. Knapp 100 Jahre später tobt der Zweite Weltkrieg. Unterseeboote avancieren zur taktischen Wunderwaffe der Großmächte. Allen voran kämpften Deutschland und Großbritannien um die Vormacht auf dem Atlantik. 1863 stellt Julius Kröll seine Idee der modernen Kriegführung den Verantwortlichen im New Yorker Hauptquartier vor. Das ist mein U-Boot. Wir können darin ohne Kontakt zur Wasseroberfläche agieren und Sprengladungen setzen. Heimlich, ohne gesehen zu werden, aber ganz gezielt. Druckluft in Hohlkammern reguliert das Ab- und Auftauchen, ganz nach den Befehlen des Kapitäns. Und es ist extrem stabil, aus Eisen. Doch Kröll ist zu spät. Ein Tauchboot wird nicht mehr gebraucht. So leid es mir tut. Was der Erfinder nicht ahnt, die Marine besitzt bereits ein eigenes U-Boot. Die USS Alligator wurde unter strengster Geheimhaltung entwickelt und getestet. Doch kurz vor seinem Einsatz ging das Gefährt in einem heftigen Sturm unter. Eine unrühmliche Episode. Die Abfuhr stürzt Julius Kröll in den finanziellen Ruin. Allein die Materialkosten für die Explorer verschlingen rund 17.000 US-Dollar, damals ein stattliches Vermögen. Der Geschäftsmann sucht händeringend nach einer Lösung. Die Library of Congress in Washington verwahrt das Dokument, das den Wendepunkt in Krölls Leben bringt. Der gebundene Firmenprospekt der Pacific Pearl Company, gegründet 1864. Einer der Gesellschafter heißt William Henry Tiffany. Der Bruder des berühmten Juwelenhändlers betritt eines Tages die Werkstatt an der Lower East Side und unterbreitet dem Bastler ein verlockendes Angebot. Für seine Unternehmungen in Mittelamerika braucht Tiffany einen geeigneten Partner. Mr. Kröll? Mein Name ist Tiffany und ich habe die Idee, im Pazifik nach Perlen zu tauchen, sofern ich ein Boot dafür finde. Jahrelang hat Julius Kröll auf einen Geldgeber gewartet, der kein Risiko scheut. Die Verwirklichung seines Traums rückt plötzlich in greifbare Nähe. Mr. Kröll, auf den neuen Kapitän der Pacific Pearl Company. Ich bedanke mich. Das war von Beginn an eine reine Geschäftsbeziehung. William Henry Tiffany war einer der Hauptgesellschafter. Und Kröll wurde zu seinem Chefingenieur. Er regelte alle technischen Dinge. Die Beziehung zwischen den beiden war also in erster Linie geschäftlich. Beide wollten die Perlen. Und beide wollten reich werden. Schon kurze Zeit später wirbt die Pearl Company mit der Explorer, um den Aktienhandel anzukurbeln. Die Macher versprechen möglichen Investoren utopische Jahresgewinne von über 414.000 US-Dollar. Kröll steht unter hohem Druck. Sein Tauchboot muss sich in großen Tiefen bewähren. Der Metallurg Larry Murphy bereitet den Materialcheck vor. Das Team prüft die Beschaffenheit des Werkstoffs. Die Späne unter dem Rost sehen fast